Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Oh, in der letzten Folge sind wir hier auf den neuen Planeten Kobo gelandet und wir sind auf der Suche nach Grease, right? Dem früheren Piloten der Mantis, mit der wir übrigens ja Crash gelandet sind. Und ja, wir können nicht runter und wir müssen, glaube ich, zu da hinten, diesem Viechchen, ne? Haben wir, glaube ich, irgendwie eine Markierung oder so gemacht, ne? Ja, wir waren schon, glaube ich, relativ nah dran, ne? So, seltsam, was ich mich erinnern kann, ist, dass wir hier so lang gegangen sind, ne? Ich glaube, da war irgendwie was, haben wir schon eingesammelt alles, ne? Wir haben gegen so ein dickes Viech gekämpft, wo wir uns noch so aufgelevelt haben, ne? Und ja. Sieht man hier irgendwo Coruscant? Weil man kommt offensichtlich da irgendwann zurück, ne? Weil wir konnten noch nicht alles erkunden da, ne? Da war zum Beispiel so eine Tür, die wir nicht durch konnten. So müssen wir irgendwann mal dahin, ne? Was ist das hier? Werkbank. Oh. Werkbank. Right? Oh. Oh, tatsächlich. Ha? Ich habe irgendwie nicht registriert, hat der Gegner sein können. BD. Ein guter Zeitpunkt, um unsere Ausrüstung zu wechseln. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ich habe gedacht, wenn ich jetzt damit interagiere, dann passiert noch irgendwie was oder ich finde irgendwie was oder irgendwie so, ne? So, okay, ich habe vollkommen vergessen, dass hier so Viecher da sind, die am Boden sind. So, hier konnten wir nicht hoch, ne? So, BD. BD verschwindet immer irgendwie und kommt dann irgendwie wieder angeflogen. So, wir haben etwas mehr AP, hoffentlich überleben wir jetzt ein bisschen eher, ne? Müssen darüber. Ich weiß, da unten waren irgendwie Viecher. Ja, und die sind immer noch am Quasseln, ne? Aber ist ja egal. Oh Gott. Ich sehe die Viecher echt nicht. Hier sind einige Gegner, die ja voll easy sind, ne? So, haben wir das schon? Ich glaube, das kann man. Plattform hier. Na, da war eine Truhe. Müssen wir wohl hier weiter, ne? Was da unten wird? Ah, nee. Ja, da unten das sah verdächtig aus, aber da ist nichts, ne? So, wir sind schon relativ nah dran, wo wir hin müssen, ne? Wenn man auf der Karte guckt, dann sieht man ja auch, wo man hin muss, ne? Ja, ich habe da so ein Hängeding gesehen, ne? Oh Gott. Bitte lass mich gehen. Wir schürfen nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das tu es. Gott. Gib Meldung. Wieder einer erledigt. Ravis wird das wissen wollen. Roger, Roger. Im Krieg war das alles nicht so einfach. Sir? Ja. Hier gibt es keine Herausforderung, keinen Kampf. Es sind keine Krieger unter ihnen. Nur unbedeutende Diebe. So kann man sie wenigstens leichter wegschaffen. Zu meiner Zeit hatten Gegner Kampfgeist. Tja, sie stinken alle nach Verzweiflung und Furcht. Ich rieche gar nichts. Meine olfaktorischen Sensoren sind wohl offline. Habe ich überhaupt olfaktorische Sensoren? Kandidat für den Es muss besser werden. Oh, komm mal hier. Oh. Okay, ich dachte erst, der macht irgendwas mit mir. Das sah so komisch aus. Okay. Hey, ich habe mal einen Gegner erledigt, ohne irgendwie vollkommen zerstört zu werden. Ist das nicht toll? Okay. So, über den Schlamm kann man ja drüber, ne? Nur will ich das. Ich kann ja da rausgehen, ne? Das ist wirklich nicht angenehm. Oh. Ich will einfach noch gucken, ob hier vielleicht was ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich zu lange darin stehe, hätte irgendwann im runtergehe, oder? Doch, ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Mal sehen, was hier drüben ist. Schon irgendwas gehört. Oh, guck mal.
Okay. Vokuhila. Aber ich kann halt direkt ausrüsten. Da. Das ist hier so eine typische Jedi-Mähne irgendwie. Ja, wie tut er sich immer so schnell hier umstylen, ne? Das ist ein Geheimnis der Jedi. So, hier komme ich glaube ich nicht zurück, ne? Okay, machen wir hier lang. Muss in Bewegung bleiben. Ja, ich wollte die ganze Zeit springen, ich weiß nicht, ob das was bringt. Also wenn ich einfach so untergehe wie so ein Stein. Tut man wahrscheinlich, ne? Eine Rollmine? Ich hasse diesen Ort. Wenn ich hier rausfinde, wer diese Dinger gebaut hat. Na gut, Gebiet bewachen. Es könnten noch mehr von denen hier. Ich liebe diese Interaktion. Okay, ja. Da ist der Kommandant. Ich hab den Kommandant erledigt. Diese Interaktionen sind so cool. Sturmtruppler sind auch interessant zu beobachten, aber ich finde irgendwie Druiden sind irgendwie lustiger. Okay, da war eine. Okay, hier ist ein Echo. Du, ich bin nur ein Eindringling. Keine Ahnung, ich habe nur Bewegungen gesehen, da habe ich direkt irgendwie, haben sich direkt meine Reflexe eingeschaltet. Okay. Oh. Oh. Na, natürlich hast du mich nur getroffen. Lass mal hier hingehen. Ich glaube, da war noch irgendwas. Hallo? Steckst du irgendwie da fest? Nicht vermisst. Guter Fund, BD. Oh. Die neu? Sehen definitiv aus wie so normale Kampfdruiden. Okay, da war gerade noch irgendjemand, ne? Ich finde gut, dass wir wieder gegen Druiden. Ich finde irgendwie Druiden sind irgendwie eigentlich friedigender zu erledigen als Sturmtruppler, weil die werden irgendwann langweilig, ne? Weil die in so gut wie jedem Spiel ja irgendwie vorkommen, ne? Was ist das denn eine Abkürzung? Wo ist eine Mine? Man wird ja definitiv bewohnt, wenn man irgendwie ja langsamer durchgeht, ne? So Gefühl. Oh Gott. Okay, gehen wir erstmal da unten lang. In die andere Richtung meine ich. Aua. Ja. So erkennt es so. Aua. Oh. Ah. Wo bist du? Na, ist so eine Wand. Ja, wer ist denn da? Ich höre irgendwie so Schritte. Aber ich weiß nicht, ob da die Soundkulisse hier ist oder. Oder ob das echt nicht im Gegner ist oder so. Da sind doch mal coole Farben bei. Okay. Ich habe so das Gefühl,
irgendwann kann ich was damit anfangen. So, aber haben wir auch bei Coruscant schon gesehen. So irgendwie so, das könnte man irgendwie so Batterien oder so reintun. Sieh dir das an. Oh, meins. Und das hier, das sieht abgeschlossen aus, weil das rot ist. Dieses Terminal wird warten müssen. Oh. Wer hat gerade mit mir geredet? Ja. Was machst du hier unten? Ja, genau. Ich nehme an, du bist hier, um die Gegend zu erkunden, was? Auf der Suche nach Schätzen oder Ruhm? Du hast Glück. Vielleicht befindet sich direkt vor dir etwas Wertvolles. Okay. Was ist das, wenn ich diese Tür 66 Mal anspreche? Sollten wir dir vertrauen? Es ist Zeitverschwendung, mir zu misstrauen, wenn es hier, genau hier, ungeahnte Schätze zu holen gibt. Es sieht aus, als wolltest du diesen Schatz gar nicht. Ja, offensichtlich, sonst will ich doch nicht hier bleiben. Exekutiert Order 66. Da gab es ja so ein Easter Egg, ne? Wenn man irgendwie so eine Tür 66 Mal angesprochen hat, dann kam ja Order 66. Ich werde jetzt ja nicht 66 Mal versuchen, das Ding anzusprechen. Ich nehme einfach mal an. Das ist der Fall. Wow. Entschuldigung. Ich nehme einfach mal an, da kommt dann auch so ein Easter Egg, ne? Und wenn nicht, lahm. So, und hier kann ich wieder hoch, alles klar. Hm. Au, au! Sack! Ah. Sind ganz schön anfällig gegen Macht anscheinend. Oh, die Fresse. Hm. Wie ungehobelt, ey. Hat sich ja versteckt, Mann. Okay, da kann ich hacken. Alles klar. Oh, die sieht gut aus. Oh, die sieht sehr gut aus. So. Mhm. Ja, die sieht stylisch aus. Bin mir ziemlich sicher, die gibt mir auch mehr Abwehr. Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Dann mach mal. Ich meine, ich hätte da irgendwie drauf schießen sollen, ne? Mehr. Die Dinger haben Sinn, sich. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Aber irgendwie bin ich jetzt aber immer noch. Ich muss da wahrscheinlich irgendwo hier. Ich sollte vielleicht mal greifen, ne? Ich heile mich mal. Hier ist ja so ein Ding in der Nähe. Ich muss mal gucken, wie lange das dauert, bis aber die kommen ja auf mich zu, ne? Aber ich habe schon eine Ahnung, wo ist das nochmal? Nicht hier. Schon mal falsch gegangen, ja? War doch hier, ne? Wo ist denn das Ding nochmal? Nein, nicht sagen. Nein. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Geh weg. Geh weg. Ich suche halt eine Ding, was hier war. Da.
Ein Stück. Da. Das könnte nützlich sein. Mhm. Aber was hat mir das gebracht? War, glaube ich, nicht, dass er dich zerstören wollte. Ne? Da war da irgendwo noch ein anderes. War nicht irgendwo tiefer, ja? Warum ist überhaupt nur so ein Viech rumgelaufen? Nee, ich habe die ja schon alle erledigt, oder? Irgendwas kaputt machen, aber was? Wird ja wohl was gemacht haben, dass ich das Ding gerade kaputt gemacht habe, ne? So im Sinne von, oh, du kannst jetzt die Mini hinpacken, ne? Hm. Oh, hier. Hier, alles klar. Muss schon sagen, ne? Warum? Warum denn hier eine Brücke machen, wenn ich hier irgendwie nicht rübergehen muss mit dem Teil, ne? Okay. Hier unten nicht auch noch eins? So, das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Hier unten nicht auch noch was? Ja, das habe ich kaputt gemacht, ne? Ja. Warum sind der? Bin ich schon mal gestorben? Nee, ne? Warum sind die dann immer noch hier? Hey, warte mal. Wollte ich eigentlich nicht. Warte mal, lass ich mal jetzt zurückgehen. Ist hier irgendwie noch was? Aber ist ja mal so schön markiert, ne? Wenn wir schon dabei sind, mal gucken. Ich nehme an, das wäre jetzt gerade explodiert, ne? Okay. Dann heilen wir uns mal, ne? Mit 18 Stunden lang abschalten. Au. Blöden Drecksviecher, ey. Ja, ohne die Schaden genommen. Die ganze Zeit treffen die mich nicht, ne? Jetzt, wo ich mich wieder voll geheilt habe, da treffen sie mich. Das Zeug kommt überall hin. Da waren wir ja schon auf der Seite, ne? Ich wollte mich jetzt nicht entscheiden, wollte ich noch mal nachgucken oder nicht. Nee, war mal schon da? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier, ne? Das Ding haben wir eingesammelt. Aber das sieht hier nur so unbekannt aus, ne? So im Sinne von, oh, du warst da noch nicht. Aber das ist eine geöffnete Truhe. Ja, da ist eine Tür. Weit. Egal. Ich habe schon damit abgefunden, dass wir jeden Planeten sowieso irgendwann noch mal besuchen müssen, ne? Ob ich jetzt hier nicht irre. BD? BD1, alles okay? Du sollst aufpassen, wen du scannst. Komm her. Ich hätte dich in diesem Rattanest lassen sollen. Wo
Furchtlos. Ich will, auch wenn sein Ziel ihn fressen könnten. Irgendwie nicht. Irgendwie scannt er immer nur alles, was tot ist. Oder was nicht lebt. Wo ist das? Da muss ich irgendwas machen, irgendwann, ne? Alles klar. So, da ist was, glaube ich. Nee. So. Ich wollte noch da. Egal. Oh, natürlich. Gibst du mir jetzt so ein Ding? Ich wollte mich so voll an den Anschlag und den da runterschubsen. Ich weiß, war nicht weit genug. Ich war nicht nah genug, aber trotzdem. Dann kommt so eine blöde Bombe aus dem Boden. Da kommt jetzt noch so eine Bombe. Ah, guck mal, da ist doch so ein Loch, ne? Pass auf. Oh, 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 oh. Oh ja. Ah. Autsch. Oh, komm mal her. Au, diese blöden. Stück. Ah. Okay. Wir sind schon wieder fast tot. Also wir haben viel AP, aber wir sind fast tot, so im Sinne von, wir haben keine Health Packs mehr. Das ist nicht so dolle. So Sachen irgendwie, wenn er das erste Mal spielt, ne, wo sonst hat er wissen, so, da kannst du doch bestimmt an der Wand laufen, ne? Nein, andere Richtung. Oh. Nein. Was haben wir zur zusätzlichen Stimpacks? Schrottplatz. Da BDs Sachen kann ich nicht ändern, ne? Kann ich nur eine Werkbank ändern. Borglinge. Ihr seid weit weg von Bogano. Borglinge. Bocklinge. Okay. War ich denn hier schon fertig? Ja, ne? Aber da wollte ich ja sowieso hin, ne? Ich dachte eigentlich, da konnte man mit dem Ding hin. Mit meinem fast mit dem Sommer sein soll. Ob ich das auch kann, BD? So. Ich dachte, ich muss sie töten. Natürlich, Reflex. Ja, so habe ich mir einen Wandsprung vorgestellt. Den ich auf Coruscant gemacht habe, war ja voll komisch. Ich habe mich von der einen Wand immer die ganze Zeit abgetrennt, ne? Bin dann wieder zurückgesprungen. Südliches Gebiet. Ich weiß gar nicht, ob was ich hier drauf sparen soll. Zeit aufzubrechen. Ich glaube, noch mal ein Gesundheitspunkt. Ne? Ich glaube, wenn ich noch mal zwei habe, dann kann ich noch mal meine Gesundheit erhöhen. Ne? Ich glaube, da will ich als nächstes machen. Ne? Oh.
Die sind so putzig, die darf man nicht töten, ne? Ich muss an meine Erfahrungspunkte denken, okay. Scannen. Kennen wir uns nicht? Kein schlechter Tapetenwechsel. Grease müsste hier irgendwo wohnen. Ich sehe voll viele Meditationspunkte von ihr aus. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung greifen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Striders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD1. Du bist ja ein süßer Droide. Im ersten Teil hatte freundliches Gesicht sich nicht so einfach mit Leuten angefreundet. Schau, ab hier ist der Weg frei. War noch Ärger ängstlicher und misstrauischer. Du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, verstehe schon. Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Den Dinger gibt es in Genshin Impact auch. Wenn man die kaputt macht, kriegt man Geld. 10.000 immer. Jetzt sagt er mir erst, wie man die Karte öffnet. So, irgendwas ist da. Das Ding, was ich bewegen konnte, ne? Bewegliches Objekt. Ich bin auch so ein bewegliches Objekt. Gib mir Mora. Gib mir 10.000. Okay. Du hast das Lichtschwert gerade nicht gesehen. Da ist eine Truhe, sehe ich gerade. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Chocobo sehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Er ist ein Neko. Der Stall ist unten. Meine Katze. Wenn du ein Tier gesattelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Mosey. Danke. Wie sind Boglinge auf Kobau gelandet? Ich war ein bisschen mehr. Zu verdanken. Er hat sie zufällig eingeschleppt. Zumindest habe ich das gehört. Die Raiders töten sie in Massen. Ich hab's gesehen. Warum sollte jemand einen Boggling töten? Ganz genau. Ja, ja, ne? Du kannst sie nicht essen, du kannst sie nicht häuten. Nicht mal mit ihnen handeln. Einer der Bosse der Bedlam Raiders hat sie zum Spaß. Er würde nur so etwas Schreckliches tun, ne? Oder aus, vor allem aus Reflex oder Erfahrungspunkten will. Schön. Neckos sind heimisch auf Kobo. Und ich kenne Brutus hier schon seit meiner Landung. Das ist sehr nett, aber ich habe ja gerade was Schönes gesehen. Mach auf. Meins. Vollbart, ja. Einfach so ausreden. Boah. Ich wette, einige Leute mit Bärten feiern diese Funktion voll, ne? Hallo. Ja, ziemlich offenes Gebiet hier. Ich wünschte, jedes Spiel hätte irgendwie von Natur aus irgendwie eine Karte irgendwo. Wenn ich das nicht immer machen muss, ey, das stört mich in Final Fantasy auch. Wenn ich immer die Karte aufrufen muss, ne? Und ich bin so eine Person, ich brauche immer eine Karte, weil sonst komme ich hier einfach nicht voran. Ich mich irgendwie nackt, weil ich nicht weiß, wenn ich nicht so Karte habe irgendwie. Das ist furchtbar. Ja, Kollege, nimm mal so. Schon wieder so ein Teil. Und bin ich ein bisschen durch den Boden geklippt, aber okay. Wo sind diese Viecher lang gelaufen? Ich muss sie töten und essen. Was seid ihr? Ja. Ich weiß schon, ich habe irgendwas gehört.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, mit 3 kann man auch angreifen. Und zwar ohne Macht zu benutzen. Hätte überhaupt nichts gemacht, ne? Ich glaube, da verbraucht keine Macht, ne? Im Gegensatz zum ersten Teil. Sind einfach nur so zusätzliche Angriffe oder so, je nach Waffe. Ganz ruhig, wow. Oh, keine Ausdauer, nee, keine Macht. Doch, ich tue Macht verbrauchen, sehe ich gerade. Also viel dazu. Von all den Sachen, ne, die mich schon wieder töten können. Das ist so bescheuerte Dinger. Ah. Ich dachte, ich wollte hier ohne Tod oder so durchkommen, ne? So, oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, der zeigt mir sogar an, wo ich gestorben bin. Ah. Hier so runter, glaub nicht, ne? Oh, Entschuldigung. Aber das war so ein anderes Viech. Primitiv stark scheint zu funktionieren. Hey, kannst du mal auf einen anzugreifen? So viel die angreifen, ne? Das war schon wieder ein Stim, ey. Ja, du bist derjenige, der mich. Ah, ich hätte vielleicht nicht mein Stim einsetzen sollen. Ey, was geht? Jetzt habe ich Erfahrungspunkte zur Form. Weil das erste Mal, als ich gestorben bin, an so einem Druide, und ich ihn angegriffen habe, da habe ich keine Erfahrungspunkte zurückbekommen. Ich glaube, bei denen ist irgendwie der Primitivschlag besser, ne? Die zuzurennen und anzugreifen, bevor die was machen, ne? Übrigens auf Jedi Großmeister, ne, den höchsten Schwierigkeitsgrad. Falls sich einige Leute wundern, warum ich so schnell verrecke oder so, ne, oder warum ich so viel Schaden nehme. Ich weiß ja nicht, wie er im Vergleich ist zu anderen Schwierigkeitsgraden. Ich kenne das Spiel nur auf diesen Schwierigkeitsgrad. Beziehungsweise den ersten Teil. Für mich wäre es irgendwie falsch gewesen, jetzt den Schwierigkeitsgrad runterzugehen, weil ich nichts anderes gewöhnt bin. Oh, eine heiße Quelle. Okay. Gibt's hier irgendwie nichts? Da sind wieder Sachen, mit denen ich nicht interagieren kann. Oh, da hätte ich hochklettern müssen. Ist nicht immer so offensichtlich, ne? Eigentlich schon, ne? Das sind Ranken, das heißt, da kann man hochklettern. Ist eigentlich schon offensichtlich, ne? Nur ist halt. Das ist so viel, was man in diesem Spiel machen kann, ne? Ja. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Dinger da sind. Auf irgendwas werden die schon da sein. So. Kann ich überhaupt hier hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss. Oh. Was bist du? Ein Gegner. Seid ihr Riesenkastanien? Buramlik. Gott. Besonders aggressiv, aber die Berührung ist schmerzhaft. Ich glaube, ich gehe ja schon den richtigen Weg, ne? Kann ich meinen Pin wieder deaktivieren? Na, guck mal, da ist auch was. Mhm. So, das will ich die ganze Zeit machen.
Oh Gott. Lackierungen. Ich sehe da einige grüne Elemente. Nehme ich gerne. So, irgendwas habe ich auch gerade gesehen. Da bin ich mal rein. Ist das der Todesstern? Ah ja, Crash gelandet auf Kobo, genau. Wie wir es alle wissen, ne? Okay. Ich weiß nicht, wo ich hier bald hingehe. Ich irgendwas. Stirb, Natur, stirb. Oh, ich sehe gerade, was da unten ist, ey. Ich weiß nicht, ob ich meine, mit denen habe ich schon ein paar Mal gekloppt, aber guck mal jetzt mal, was hier noch so ist, ne? Am liebsten hätte ich irgendwie so ja mein Erfahrungsdingen voll. Wir sind da kurz davor. Sieh dir den kleinen Kerl an. Stell dir vor, dir würde etwas, das so flauschig ist, Angst machen. Oh. Macht Gesundheit. Ja, gib mir den Stoff. Fähigkeitenpunkt erhalten. Okay, das sind eine Menge Erfahrungspunkte, die ich gerade bekommen habe. Hey, was geht? Keine Sorge, ich tue dir nichts. Ich tue dich nur mit meiner Macht streicheln. Kann man den Bockling streicheln? Das ist immer so eine Frage, wenn du irgendwie Videospiel hast mit Hunden, ne? But can you pet the dog? Das ist immer die wichtigste Frage. Nicht für mich, aber für die meisten, ne? Irgendwas ist hier unten. So, soll ich jetzt riskieren, gegen das Viech zu kämpfen? Ich meine, das ist halt nur so ein anderes Viech, was wir schon mal bekämpft haben, ne? Ein bisschen open worldisch hier. Da bin ich ein bisschen nervös. So, klappen wir uns mit dem. Da war ja nicht so schwierig, ne? Jetzt pass auf, jetzt kriegen wir voll auf die Fresse. Aber ich glaube, wir können den von oben so angreifen, ne? Da sind ja noch mehr Viecher, sehe ich gerade. Ist irgendein Grund hier was zu machen. Da ist bestimmt irgendwie voller Boss oder irgendwie so, ne? Pass auf. Traue ich da irgendwie nicht reinzugehen. Bonk. Aus dem Weg. Oh, jetzt sterbe ich. Pass auf. Oh, ich habe mein Skillpunkt bekommen. Okay, ist egal. Natürlich haben mich die Viecher erledigt, ne? Anstatt dieser große Typ. Ja, ich habe jetzt einen Skillpunkt bekommen. Das heißt, kann ich jetzt schon wieder meine HP hochleveln? Wäre schon ein super Vorteil. Ganz maximal LP erhöhen sich. Kann ich das schon lernen? Kann ich sogar. Ja, machen wir das. So, und da oben links ist dauert. Ich glaube nicht, ne? Also alles, was unser Überleben, ja. Hatte. Mhm.
Also alles so Sachen irgendwie, die oh, da wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, Angriffskraft und so mangelt uns jetzt irgendwie nicht so, sondern Überleben, ne? Wenn ihr, der Schaden ist das, was hier am wichtigsten ist, ne? So, war irgendwie gar kein Grund, gegen das Viech zu kämpfen, ne? Also um hier die Erfahrungspunkte hier zu holen. Wenn ich jetzt meine Erfahrungspunkte wieder haben will, dann muss ich dieses eine Viech angreifen, ne? Was in der Nähe von diesem dicken Viech ist. So, hatte sie nicht gesagt, ich kann mir irgendwie so ein Ding ausleihen. Echt hier geblieben. Hast du ja Erfahrung gebracht? Was? Nein, irgendwie nicht. So, hier war ich noch nicht, ne? Also warte, lass mich mal hier. Oh, die kloppen sich gegenseitig. Oh. Oh, vielleicht ist das besser. Dann glaube ich mal hier mit zwei rum. Ist glaube ich besser. Diese Gegner, die so richtig schnell kaputt gemacht werden müssen. So, dann ist der eine, der mich erledigt hat, ne? Was hat für Geräusche? Ich höre Geräusche. Was habe ich für Geräusche? Da oben? Da oben? Da oben? Da komme ich nicht ran. Das sah sehr komisch aus. Ich hatte irgendwie so druidenmäßig irgendwas. Bank. Autsch. Sehr cool. Ich weiß nicht, warum ich gegen den kämpfe, ne? Wahrscheinlich vielleicht, damit ich mich hier um so umschauen kann, ne? Irgendwie mache ich nicht mehr Schaden gegen den. Das bringt eigentlich nichts irgendwie. Aber egal. Boah. So. Schon wieder keine Stims. Okay, hier ist ein Stein. Hat mir den Kampf viel besser einfach, ne? Warte, den Stein hau ich dir mal. Ich fühle mich nicht gut, BD. Komm schon, Kerl, Mann. Wir sind doch nicht. Jetzt benehme ich doch nicht hier so wie so ein Idiot. So, ich habe da einen Meditationspunkt, glaube ich, gesehen. Nur schaffe ich jetzt darüber zu kommen, ohne abgemetzelt zu werden. Sehen die mich? Ich laufe einfach mal hier vorbei. Die werden mich schon nicht sehen. Ah! Also aber nichts. Ah! Ah! Was? Ich kann mich mit so vielen Sachen auf einmal hier. Dann mal mache ich ihn jetzt. Wo ist er? Er ist tot? Was? Ich schaue ja hin. Ich nehme an, ich bin von der Höhe irgendwie gestorben, ne? Oh Gott.
Ja, ich bin sowas von tot. Es sind viel zu viele Sachen. Was ist das? Okay, wir müssen mal da unten den Weg lang gehen. Ich glaube, da oben haben wir schon alles erkundet, ne? Ich weiß es nicht, dass ich mir selber einen Stein gegen die Birne gehauen habe. Gibt's jetzt einfach nicht. So, es war auch ein bisschen unklar, wo genau ich hin muss. Ich nehme an, der offensichtlichste Weg war jetzt irgendwie einfach da runter zu gehen, ne? Die Straße zu folgen, aber jetzt muss ich mich erstmal wieder dahin kloppen. Ich war doch kurz vor so einem Meditationspunkt. Ey, warum habe ich den nicht erreicht? Kannst du nicht sagen, dass er zu hoch war? So gebrechlich ist der junge Mann da auch nicht. Ja, ich würde gerne meine Erfahrungspunkte wieder haben. Das heißt, ich muss da. Ich meine, da war eigentlich schon eine gute Position. Sind das Gegner alles? Alle kloppen sich gegenseitig. Ziemlich üppige Wildnis hier. Jäger, Gejagte, Einzelgänger, Herden. Sie alle leben zusammen, ohne dass sich das Imperium einmischt. Das Jedi. Aber die kümmern sich um die. Ich dachte, die Dinger sollen nicht aggressiv sein. Ich da mich alle treffen als erstes. Dieses Gebäude ist definitiv anders als die übrigen. Du bist das, was ich gehört habe, die ganze Zeit, ne? Gegner. Gegner. Kein Gegner. Gegner. Sieht aus wie eine Datendesk. Okay. Ich habe nicht gewusst, was du warst, deswegen habe ich dich getötet. So, Frame-Einbrüche. So, wo bin ich denn jetzt hier? Kann ich auch klettern? Ja. Okay, cool Story. Okay. Ich nehme nicht. Warte einfach mal, bis die. Ja, jetzt habe ich wieder mein Timing hier verpasst, ne? Pass auf. Kannst du mal bitte hier runter so laufen? Nein? Ja, super. Also. Gibt's jetzt nicht. Nein, dreh ich doch um. Na, sehr gut. Danke. Ich glaube, der ist tot. Nein, der lebt noch. Immer noch. Hast du mich eigentlich noch nicht? Hast du mich eigentlich noch nicht getötet? Ey? Das Gefühl, ich hätte irgendwie da runterschmeißen können, so, als sie irgendwie alle von mir weggedreht waren. Aber da habe ich leider meine Chance verpasst. So, wo sind jetzt nochmal die Gegner, die mich erledigt haben? Wo bin ich hier? Ich bin weit oben, ne? Das heißt, ich habe den High Ground, das heißt, die Chancen sind für mich, ne? Ne, jetzt bin ich hier. Ne, hier war da ungefähr, ne?
Okay. Aber da lang. Kann ich jetzt hier runterspringen? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade runterspringen, naja, dann habe ich das Ding gesehen. Dann möchte ich den Gegner gegen eine Belohnung einzutauschen. So, da ist der Gegner, den ich erledigen muss. Für meine EP. Ich könnte auch mal versuchen, die Raketen irgendwie zurückzuschießen. Ich glaube, da war... Ich glaube, das müsste ich sogar machen, ne? Ist das eine Abkürzung? Fahrrad. Ja, mal meine Erfahrungspunkte. Ich bin hier schon wieder. Nimm das Ding doch. Ah! Ja, jetzt habe ich keine Macht mehr. Er schießt mich dann ab. Nein, ich will nicht hoch. Mann. Ich wollte gar nicht da. Aber ich habe eine Abkürzung falsch. Ich habe eine Abkürzung falsch. Das ist auch schon mal. Meine Güte. Ich weiß jetzt nicht, von wo ich die Abkürzung hier erreiche, aber ich habe eine Abkürzung freigeschaltet. Oh ja. Ich habe gesagt, für die zwei Schwerter sind gut so für den Präventivangriff. Ne, wo kommen wir denn jetzt hier hin? So. Ich habe eine Abkürzung freigeschaltet, ne? Weiß nicht, wo die ist. Da ist sie. Ich würde gerne mal irgendwie diesen. Ich gehe mal ihren Weg entlang. Ich will wissen, wie man zu dem Meta-2-Punkt hinkommt. Ich hätte den eigentlich erreichen müssen, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Aber ich bin irgendwie durch Fallschaden gestorben, glaube ich. Na, guck mal. Ist genau hier. So, direkt hier. Jede schießt mich von da oben ab. Ah! Ich würde schon gerne erstmal den Knaben da freischalten, ne? Ich verraten die blöden Viecher. So, hier ist die Abkürzung. Ist da ein Seil? Das ist ein Seil. Nein. Gott. Was war das? Gott. Wir haben nämlich nicht gesehen. Haben die mich gesehen? Ich glaube, die haben mich gesehen. Den vergessen, dass ich existiere. Nein, Mann. Das Pferd gehört mit Nest. Na gut. Muss auch schon treffen, Kerl. Danke. So, jetzt noch mal. Da kommt man ja wohl hinten, oder? Der tut irgendwie schon zu früh seinen Doppelsprung da machen.
Okay. Ich sehe nach. Konzentration. Alles klar. Jetzt mal, wenn wir einen neuen Punkt freischalten, fühle ich mich schon, als hätten wir einen Erfolg irgendwie ab. So, jetzt möchte ich aber gerne meine Erfahrungspunkte zurück haben, wenn es geht. Gott. Also dann weiß ich nicht, ob da irgendwo auch noch was ist, ne? Das wirst du spüren. Zeigt eure Macht. Ich komme ja nicht dazu, meine blöden. Was ist denn das für eine Abkürzung? Ey? Kommen sie ja direkt in die Gegnermassen rein. Und das ist so eine blöde Dingens hier, so eine Mine auch noch, die ich auch noch aufpassen muss. Warte, hier, ich hab einen Plan. Ich das Ding treffen würde. Die Dinger lassen sich aber auch nicht anvisieren, wenn ich das will, ne? Boah. Nämlich extra zu den Hungen gedreht und so, ne? Ist doch voll gebracht wieder. Die Spiel, ne? Ich will nur meine Erfahrungspunkte zurück haben, Mann. Ey, was so? Was ist das für eine verkackte Abkürzung? Ich drück noch nicht mal was. Ey. Ich komme da nicht mal hoch. Ich drück noch nicht mal was. Hat er voll gebracht jetzt hier. Also was hier? Gib mal einfach meine Erfahrungspunkte und Schiss, Mann. Sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Boah. Irgendwann habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt was Wichtiges. Werkbank, alles klar. Brauche ich aber gerade nicht. Schauen wir uns noch ein ganz klein bisschen um. So ein Level up vielleicht noch so. Fühle ich mich halt sicherer, wenn ich irgendwie ein Level up hier aus dem Part rausgehe. Oh Gott, das sah so wichtig aus. Okay. Voll schmerzhaft aus. Sind den Dingern festzuhalten. Kein Gespräch. Okay. Okay, ich finde gut, dass die wenigstens mit einem Schlagzeug drauf gehen. Ja, wie kann man damit irgendwie nur einen Schuss? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Hey. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sollte man nicht hoch, ne? Da sind eine Menge Gegner. Sind meine Erfahrungspunkte schon wieder weg? Oh. Alter. Ja, warte. Alter. Ja, was mache ich da? Hat vielleicht ein Doppellichtschwert hier. Ich hätte vielleicht machen sollen, ne? Wo ist der Gegner, der mich getötet hat? Keine Ahnung, der ist weg. Ja.
Au, cool. Besser geht. Ah. Das sind eine Menge Gegner, ne? Oh mein Gott, warum ist denn der nie dahin gedreht, wo ich auch bin? Das ist eine ganz blöde Situation hier gerade, in der ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier weiterkämpfen soll. Da komme ich nicht lebend raus. Tschüss, ihr Lobs. Da gehe ich nicht noch mal hoch, ey. Nein, bitte nicht. Und weiter geht's. Haben wir die ja noch platt. Ist das an die? Na, guck mal, wie einfach das hier war. Das sind nur drei Gegner, aber trotzdem. Ja, ich weiß, müsste aber gucken, ne? So, oh. Warte mal, hast du gerade auf den Druiden gehört? Wie einfach das jetzt ist. So, was ist das da? War das jetzt gut? Ich weiß es nicht. So, lass mich noch eine Level Up hier wenigstens abholen. Da kann man Feierabend machen. Habe ich genug. Habe ich genug aufs Gesicht bekommen heute. Guck mal, was hier ist so. Ja, was bist du? Da ist eine Truhe oder irgendwas, was auch immer das ist. Was ist da? Ich komme in Frieden. Oh, entschuldige, was? Entschuldige, wie bitte? Was war das denn jetzt? Oh, hier ist eine Abkürzung, sehe ich gar nicht. Das gibt's jetzt nicht. Ja, ich glaube, meine Erfahrungspunkte sind weg, ne? Also. Gut, dass ich die mit einem Schlag wegkriege. Naja, das war doof. Oh nein, ich habe nachgegeben. Oh. So, ich muss aber anscheinend nicht gegen die Viecher kämpfen. Ich muss einfach nur hier sein. Alter. Pff.
Was für ein... Wie viel Schaden machen die? Sehr viel mehr HP kann ich gar nicht mehr bekommen, ne? Da ist das Spiel schon klar, oder? So, was soll's? Ich habe einen Skillpunkt bekommen. Da ist, wir ballern jetzt hier unsere... Nein! Ey. Heute so ein bisschen Annäherungsproblem mit diesem Spiel, habe ich so ein Gefühl. Gut, ja, also da ist noch irgendwie so ein irgendwas zum Einsammeln, ne? Aber die Gegner machen mich mit einem Schlag fertig, von daher wortwörtlich mit einem Schlag, ne? Ich war voller AP und ich hatte nur irgendwie, so, weiß nicht, so 20-10% irgendwie HP übrig. Jawohl. Überhaupt nicht cool, Mann. So. Kann ich denn noch so alles lernen? Oh, guck mal hier. Ja, aber ich glaube mehr so, weiß nicht. Blockanzeige 40 schneller. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht für da oben, ne? Ach, da kann ich mir gar nicht leisten, sehe ich gerade. Blockanzeige 40 schneller. Nehmen wir das. Oh ja, dann sieht es ja viel schneller aus. Na gut. Ah, da würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich gehe noch mal hier hoch, ne? Und dann stell mir ein Doppellichtschwert hier, ne? Weil ich halt geführt, da wird mir da oben die Situation ein ganz klein bisschen einfacher machen. Ich weiß ja nicht, ob ich da hin muss oder so. Ich mache das nur jetzt schon mal, damit ich beim nächsten Mal nicht vergesse, ne? Ja, BD, du hast übrigens. Oh. Das sollte reichen. So, ja, ich meine, können wir auch machen. Ich habe keine neuen Dinger, ich habe neue Farben, ne? Oh. Grün. Und was habe ich hier? Ich finde so grün und weiß ist so eine geile Kombi, ne? Das können wir nehmen. So, nicht du mal den Dings hier ausrüsten. Na. Ich beim nächsten Mal hier die ganzen Schüsse da abwehren kann, ne? Soweit die Theorie jedenfalls. So, dann würde ich sagen, ich tue mal hier noch ein Nickerchen machen, ja. Ich meine meditieren und dann sage ich. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, wenn wir ja weiter auf Kobo ein bisschen rumeiern, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich so gern freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.